Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Nach sehr langer Pause mache ich weiter mit der Reihe von Fletching zu Botkin, die auch demnächst eigentlich ihr Ende finden soll. Die letzten zwei oder drei Spiele habe ich alle verloren, wenn ich es richtig... Oder, ja, ich weiß, also ich habe bin jedenfalls in letzter Zeit, in der letzten Partie nicht so gut dabei gewesen. Es kann gut sein, dass sich das weiterführt, denn wir spielen eine Wasserkarte gegen den guten Folder of Doom, der in einigen meiner Videos auch dabei ist und gegen den ich öfters auch mal spiele natürlich. Wir haben eine relativ ausgeglichene Bilanz so gegeneinander, aber auf Wasserkarten ist es besonders, geht es mir besonders heftig zu. Ich habe nur noch die Goten übrig von den Völkern, die ich noch nicht gespielt habe. Das heißt, ich muss auf jeden Fall die Goten spielen. In den Wasserkarten dran kamen, waren es relativ klassische Wasserspiele, sage ich mal. Also sehr viel Fokus auf Wasser und kein richtiges Landelement. Ich vermute. Außer es gibt irgendwie hier jetzt heute in dem Spiel einen Moment, wo einer wirklich einen ganz, ganz starken Vorteil auf Wasser erringt und es dann schnell geht. Ich vermute, dass diesmal mehr Land einfach reinkommen wird, weil wohl da auch kein Spieler ist, der sich an ausgetretene Pfade halten möchte. Also der nimmt schon auch gerne mal alternative Routen, wenn sich das anbietet. Ist das strategisch sehr flexibel und ja, schauen wir mal. Die Wasserfolge im 14 bis 1500er Bereich. Es ist gerade bei 1430, aber auch schon seit irgendwie 3 Jahren gefühlt keinen Rank mehr gespielt. Er ist eigentlich auch eher so auf meinem, also ich bin mit 1500, das sollte eigentlich für ihn eigentlich auch allgemein richtig sein. Er hat, wenn ihr auf seinem YouTube-Kanal, der Tetris Lunatic heißt, weil er da irgendwas mit dem Namen verpeilt hat, da könnt ihr euch seinen Best of 5 aus dem Visible Cup anschauen. Da hat er gegen einen 1700er 1 gegen 1 Spieler gespielt. Und da in einem Best of 5 tatsächlich gewonnen. Oh, Briten gegen Gordon, interessant. Er hat, also wie gesagt, er hat random gespielt, ne? Zufällig. Es könnte auf Land für ihn also schwierig werden. Aber es ist nicht, also das Matchup Goten gegen Briten ist ein bisschen verschrien dafür, dass die Goten einen riesen Vorteil hätten. Sie haben Vorteil, aber, also es ist leichter, die Goten zu spielen mit dem Matchup, aber es ist nicht so, dass die Briten keine Chance hätten. Die haben nämlich, im Gegensatz zu den Goten, alle Upgrades für ihre Champions, für ihre Elite-Kämpfer und können da potenziell eben im Late-Game was rausholen. Dafür haben die Goten natürlich die deutlich billigere Infanterie und können das einfach über den Spam regeln. Aber das ist alles eher Land. Wirtschaftlich sind die Briten natürlich besser, da sie auch von den Schafen am Anfang schneller sammeln. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade 5 auf Schafen und er wird jetzt halt zum Beispiel schon auf, jetzt habe ich 6, er ist aber jetzt wahrscheinlich schon auf Holz gegangen. Das heißt, er wird schneller an mehr Holz kommen als ich, weil er halt den Schafbonus hat. Auf Ostsee gibt es halt eine Verbindung am Land, das heißt, anders als bei Inseln zum Beispiel, kann man den Gegner auch ohne Transportschiff theoretisch am Land angreifen und auch den Scout rüber schicken, um zu nerven. Halt nochmal zusätzliches Element. Und den Gegner auf Land ja, mit dem Transportschiff angreifen geht natürlich auch weiterhin. Von daher, das Landelement sollte man nicht unterschätzen auf der Karte. Ich meine, mir fehlen jetzt noch die Schafe. Ich habe ja jetzt nur die 3 hier noch. Eigentlich müsste ich zu dem Zeitpunkt 5 noch haben. Ach, das sind sie ja. Perfekt. Glaube, ich werde mal mir einen Reh gönnen. Wo haben wir den Wildschweine? Habe ich nur 1 gesehen? Doch, da ist noch 1. Ich mache hier direkt den Webstuhl, weil die Goten ja den Bonus haben, dass sie Webstuhl wirklich sofort erforschen. Das heißt, ich werde hier gar keine Zeit verlieren. Und dafür minimiere ich eben potenzielle Risiken, dass er mit seinem Scout mir echt ein bisschen nervt. Hat also alles nur Vorteile, wenn ich das so mache. Ja, ist trotzdem, sowohl Reh als auch Schwein sind leider zu spät. Das heißt, ich muss nochmal ein Schaf hier anfangen. Da die Rehe, ich finde, die liegen ganz gut, deshalb gönne ich mir da auf jeden Fall mal 2 von. So.
Bei den Goten muss man immer ein bisschen aufpassen. Man muss die Nahrung öfter manuell abliefern, weil die von Jagdtieren eben mehr halten können, also mehr tragen. Und dadurch halt auch später oder weniger oft ihre Ressourcen automatisch quasi abliefern. Muss man schon drauf achten. So. Bei vielen anderen Völkern müsste man hier auch so ein bisschen aufpassen, wenn man den Dock baut, dass der Gegner da vielleicht mit dem Scout ein bisschen Unfug treibt. In dem Fall kann man sich halt schon wirklich ohne jegliche Nachteile früh den Lebstuhl holen. Und dann ist das gar kein Problem. Und man muss auch darauf achten, dass die Goten wie Jagdtiere schneller abschießen. Also ihr seht das hier, das geht super schnell. Jetzt ist die Frage, wie ich hier spielen möchte. Ich glaube, ich werde es erstmal mit ganz klassisch mit dem Feuergeilian versuchen. Die Goten und die Briten haben eigentlich auf Wasser erstmal alle Optionen. Das heißt, allzu viel vorauszusehen gibt es da für mich nicht. Also ich kann schlecht abschätzen, was sein Plan sein wird. Und hier geht es ja sehr, sehr weit zur Seite. Also es ist eine sehr breite Ostsee geworden hier. Er hat wahrscheinlich gerade hochgeklickt, das ist durch diesen leichten Lag leider zu erkennen. Der aber demnächst rausgepatcht wird. Also es ist bei einigen Spielern tritt das auf, bei manchen tritt es ja, wiederum nicht auf. Das ist ziemlich ungelenke Angelegenheit. Auf jeden Fall ausgepatcht gehört. So, hier ist ein Dock, hier ist ein Fischer. So, er scheint schon abgemauert zu haben, denn ich kann nicht auf der Seite zurücklaufen. Und das scheint schon sehr nah hier dran zu sein. Ja. Interessant. Bisschen sollte ich damit eigentlich auch schon anfangen. Hier auf Holz wollen wir. So. Bisschen auf Land abmauern sollte ich mich natürlich. Er geht aber auf Wasser auch, da er zwei Docks gebaut hat. Wird trotzdem kein Risiko eingehen, auf der Karte sollte man sich auf jeden Fall abmauern. Ah, er war schneller als ich in der nächsten Zeit, will ich defensiv bleiben mit meinen Schiffen. Oh, er hat mich eingefangen hier. Dann lasse ich jetzt gerade einfach ein bisschen wild rumlaufen und konzentriere mich auf das Wasser gut zu spielen. Er greift mich aber auch nicht an. Also ich sag, vielleicht geht er auf Galeer an. Schauen wir mal. Was wir so finden. Ich finde gar nichts aktuell, das ist ein bisschen seltsam. Ah, da ist er ja. Versuche ich mal so ein bisschen zu blocken hier. Ja.
So, seine Fischerboote habe ich damit erledigt, aber meine sind jetzt in Gefahr. Es kann natürlich gut sein, dass er jetzt ein paar Brander macht. Versuche ihn mal so ein bisschen zu zingeln. Einfacher gesagt als getan. Kein Dorfwunder mehr gemacht. Und auch keine Häuser mehr. Ich glaube, ich mache keine Felder und kaufe mich ein bisschen. Oh ja, doch, ich mache schon Felder. Ich kaufe mich dann ein bisschen hoch allerdings. Er kommt jetzt so langsam an den Punkt, wo eben er mich durch die Überzahl schon besiegen kann, quasi. Baut den Markt jetzt mal. Mach nicht genug Dorf, nicht regelmäßig Dorfbohnen aktuell. Nicht gut. Ah, das hat er schon zweiten Mal geschafft gerade, dass er da den Dorfbohnen bekommt. So, ich benutze mal kurz den Markt. Und gehe in die nächste Zeit. Ich glaube, er ist noch nicht in der nächsten Zeit. Aber das sehen wir gleich. Oh, hier habe ich nicht aufgepasst. Ja, jetzt ist er... Ach, das war dumm, das war dumm. Ich habe gerade gar nicht hingeguckt. Ja, das ist ein dritten Dock. Ja, clever gemacht. Jetzt muss ich aus dem vermuteten Technologievorteil auch was machen, natürlich. Der ja noch nicht mal garantiert ist. Nein! Oh,
Oh, ich hab. Ah! Ich habe das Upgrade gar nicht gemacht. Das habe ich ja völlig vergessen. Ich dachte, ich hätte schon längst draufgeklickt. Das ist natürlich extrem ärgerlich jetzt. Das habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass ich das sicher habe. Komm, Upgrade. Warum braucht das so lange? So, jetzt aber. So, jetzt aber. Das war nicht sauber. Es sieht so aus, hätte ich mir das mit der Universität auch sparen können. Denn das kann ich mir eh nicht leisten. Nein. Oh, wann habe ich denn ein Fischerboot gemacht? Kann ich gar nicht dran erinnern. So. Brauche ich das Upgrade? Damit ich sehe, ob er eine Landung macht. Der Kampf ist jetzt natürlich extrem gut für mich gelaufen. Jetzt habe ich das Wasser mehr oder weniger safe. Also ich mache jetzt wieder ein paar Fischerboote und versuche mal so langsam eine Wirtschaft aufzubauen auf dem Land auch. Aber man darf auch nicht unterschätzen, jetzt kann er in den Dock selber natürlich extrem viele Schiffe aufbauen, theoretisch. Das Upgrade jetzt mal langsam? Nein, immer noch nicht. Das Upgrade habe ich auch nicht. Da habe ich einiges geopfert, damit ich schneller an die nächste Zeit komme. Und ich kann immer noch nicht das Holz-Upgrade leisten. Ich habe sehr. Wie wäre es denn, wenn ich jetzt das Angesprochene auf Land mal versuche? Also, vielleicht mal eine Landung mit einer Burg versuchen, dann mit. Okay, geht gar nicht so stark mehr auf Wasser, wie es aussieht. Wie machen wir das? Also er müsste jetzt über Land spielen. Und es sieht so aus, ob er das auch macht. Endlich das Holz-Upgrade. Deshalb wäre es gar nicht mal verkehrt, mich ein bisschen umzugucken auf der Karte. Da ist er auch schon, okay. Das ist genau die richtige Entscheidung von ihm natürlich jetzt. Und die Panikburg. Ja, wahrscheinlich hier irgendwo ein Produktionsgebäude gebaut. Aber es sieht so aus, ob ich safe bin mit der Burg hier.
Ist ein bisschen chaotisch, aber das liegt, es ist ganz typisch, wenn man gegen Fulda spielt, wird es immer irgendwie chaotisch. Aber es, ich habe auch halt Respekt davor, wie er spielt, weil ich weiß, dass ich da, ja, mal schlecht gegen aussehe. Warum habe ich so viele Untätige? Ah, sehr schön. Das hat er gut gemacht. Darf ich ihn einfach nicht mich hier überrumpeln lassen? So, ich wollte eigentlich hier rausgehen, ja. So, Chaos einigermaßen überwunden. Das auch nicht hin, hier mal wieder einigermaßen eine Wirtschaft aufzubauen. Wo werde ich angegriffen? Da oben, okay. Ah, hier. Ja, da müssen wir wahrscheinlich hier komplett umziehen. Das Spiel gerade schlecht kommentieren, weil ich einfach sehr im Fokus bin. Ich hoffe, das versteht ihr. Da macht jetzt auch sehr viele Schwertkämpfer. Sollte ich auch meine eigenen mal dazu machen. So, dann gehen wir mal ein bisschen in seine Wirtschaft rein. Aber ich sollte, ja, ich würde auch sagen, ich bin jetzt vorne, weil ich eben in seiner Wirtschaft drin bin. Aber er hat, das werden wir jetzt in der Analyse gleich besprechen, aber er hat genau das Richtige gemacht, wie ich finde, nachdem er das Wasser verloren hatte. Und ich habe es eigentlich auch geahnt, ich hätte, jetzt machen wir jetzt gleich eine Analyse, aber ich kann es jetzt schon voraussagen oder vorneweg sagen, ich hätte, nachdem ich das Wasser sicher hatte, nach diesem Push hier suchen müssen. Also auch selber Landeinheiten machen, mich umschauen. Und vielleicht auch früher auf Stein gehen müssen, weil diese Burg hat mich natürlich sehr gerettet. Die Position ist jetzt nicht der Kracher. Aber die hat mich natürlich gerettet und die Huskale selbst auch. Er muss jetzt hier auf Schwerkämpfer attacken mit einer erstmal schwächeren Wirtschaft. Er hat wahrscheinlich schneller natürlich... ach Quatsch, was sag ich? Schneller, er hatte mehrere Dorfzentren. Also er wird sogar mehr Arbeiter haben. Ich hatte jetzt die ganzen Fischerboote, das hat mir noch geholfen. Ja, und was ich wahrscheinlich auch hätte früher machen sollen, das sage ich jetzt auch schon mal vor der Analyse, ist mit meinem Transportschiff meine Huskale hier rüberkriegen. Einfach die Nerven übertrieben, wenn man die in der eigenen Basis hat und ich
Wusste jetzt natürlich nicht, ob er die Kaserne, aber mehrere Kasernen gebaut hat. Es hätte ja sein können, dass er zu Hause noch eine hat. Aber ohne Kaserne zu Hause hat er natürlich dann auch weniger Möglichkeiten, sich gegen diese Angriffe zu verteidigen. Aber da können wir jetzt gleich ins Replay gehen. Nochmal in die Statistik erstmal schauen. Und zwar haben wir da... Ich glaube hier, das ist eine ganz interessante Sache, dass ich halt, ich war halt schneller in der Ritterzeit, man hat aber gesehen, dass ich da einige Abkürzungen halt genommen hat, also meine Wirtschaft war nicht so klasse, als ich dann ankam, ich musste viel mit dem Markt rumtricksen. Ich habe dann noch einigermaßen okay halt das Wasser gewonnen, es hätte wahrscheinlich besser laufen müssen dafür, dass ich 3 Minuten schneller als er war. Da hat er mich einfach zu sehr auf dem Wasser outmicrot, also seine Armeekontrolle war einfach besser. Das kommt jetzt wahrscheinlich dadurch zustande, dass er erst später die zusätzlichen Dorfzentren gebaut hat und bei mir halt die Fischerboote dazu kamen. Gehe ich mal stark davon aus. Ja. Naja, wir schauen mal ins Replay. War jetzt tatsächlich auch, zwar nicht in dem Ausmaß, was ich befürchtet hatte, sage ich mal. Also das habe ich dann vergleichsweise noch souverän verteidigt bekommen, aber es gab halt ein bisschen Land-Action auch, was ich halt erwartet hatte, was wir bisher bei Wasserkarten nicht so hatten. Deshalb, von daher herrscht immer ganz gut. So, wir können genau das, was ich am Anfang angesprochen habe, uns auch noch anschauen. Und zwar hat Fulda ja hier die Briten. Er geht mit erstmal mit 5 nur auf Schafe. Das reicht, um die Dorfwohnerproduktion zu sichern. Und jetzt geht er schon auf Holz. Dadurch hat er eben einen Dorfwohner früher als ich angefangen, Holz zu sammeln. Insgesamt, er war ja auch 1-2 Dorfwohner früher als ich oben wahrscheinlich. Er war ja, glaube ich, 30 Sekunden schneller als ich. Er hat wahrscheinlich halt weniger Dorfwohner auch machen müssen, weil er eben die diesen Wirtschaftsbonus hat, dass seine Schafe schnell abgearbeitet werden. Er holt sich aber auch Rehe, kann man auch erwarten. Bei ihm natürlich noch keinen Webstuhl, da er nicht diesen Bonus hat, dass das sofort durchgeht, wie bei mir. Aber er hat hier, das können wir vielleicht mal langsamer machen, als er seinen Dorfwohner hingeschickt hat, hat er erst diese beiden Palisaden gebaut und dann angefangen zu bauen, so einen Hafen zu bauen, damit eben, wenn mein Scout in der Nähe ist, seinen Dorfwohner nicht erwischt, solange er eben den Hafen baut. Also ein sehr cleveres Spiel. Ich sehe gerade, seine Bären sind an einer hervorragenden Form. Ich habe ja meine Mühle da ziemlich lieblos hingeklatscht und dann einfach mal zig Dorfwohner drauf gepackt, aber es ging nur darum, schnell in die nächste Zeit zu kommen und da braucht man kurzfristig Nahrung. Da ist die Effizienz dann erstmal nicht ganz so wichtig. So, jetzt werden wir gleich vergleichen können. Ich glaube, zur dunklen Zeit muss ich nicht mehr allzu viel sagen. Da haben wir an sich dasselbe gemacht. Also wir haben beide hier 5 auf Holz, Rest auf Nahrung und machen Fischerboote. Das ist völlig normal. Wir haben beide unsere Rehe reingepusht. Und er macht jetzt hier den Webstuhl, geht danach in nächste Zeit. Ich weiß nicht, weiß nicht mehr ganz genau, wie das ist. Also ich glaube, der Gote müsste immer einen Dorfbewohner vorne sein. Weil man eben die Arbeitszeit aus dem Dorfzentrum nicht braucht, um Webstuhl zu erforschen, dass er quasi kostenlos ist. Also jetzt sind wir beide bei 22. Genau. Oder ich glaube, ich hatte auch Produktionslücken, weil. Bin ich. Also, jetzt ein Dorfwohner mehr. Ich glaube, da müssten wir eigentlich gleichzeitig oben sein, wenn ich einen mehr habe. Vielleicht habe ich gerade einen Denkfehler drin, aber ich meine, das wäre so der Fall. So, also bis dato wirklich bei uns beiden identisch. Was er aber jetzt anders macht, er geht mehr auf Holz als ich und weniger auf Gold. Das werden wir jetzt hier sehen. Umverteilung. Müsste er wahrscheinlich noch das zweite Holzfällerlager bauen, eigentlich. So ist das natürlich nicht so effizient. Interessant. Bin ich nicht so d'accord mit, muss ich sagen. Ich würde auf jeden Fall aufteilen auf 2 Holzfällerlager. Das ist ja sehr, sehr ineffizient. Und er will ja auf Galeeren jetzt gehen. Was er damit nicht geschafft hat, interessanterweise, also er war ja schneller als ich in der nächsten Zeit, war, dass er meine Fischerboote sniped, also die schnell kriegt. Die normalen Galeeren machen tatsächlich mehr Schaden als Feuergeld oder töten die schneller, die, Fischerboote. Deshalb wäre das für ihn eine gute Variante gewesen. Stattdessen stellt er die Kollegen jetzt hier so ein bisschen an die Seite. Für meinen Geschmack auch zu viel auf Gold, ehrlich gesagt. Für 2 zweifache Produktion von Galeeren. Die kosten halt weniger Gold, dafür mehr Holz. So, jetzt bin ich 2 Dorfwohner vorne. Also ich bin... Oder jetzt, genau. 1 Dorfwohner vorne. Das war nur Produktionsgedöns. Das ist genau richtig. Ich hatte aber, also vor allem in der Ritterzeit, hatte ich ja viele, viele Phasen, wo ich keine Dorfwohner gemacht habe oder nur kaum. Weil mir auch die Nahrung fehlt. Ich habe halt diesen Übergang nicht so sauber gespielt. Interessant finde ich auch noch einen anderen Unterschied in unserer Herangehensweise. Er hat
Gut, hier hat er relativ naheliegenden Spot gewählt zum Abmauern und hier hat er sich sehr weit rausgewagt. Man muss aber auch dazu sagen, dass bei mir diese Mauer hier halt deutlich näher am Dorfzentrum und näher an diesen Küsteneinschnitten ist, an diesen Buchten. Das bietet sich halt viel mehr an und er hat halt auch so eine Engstelle gesucht, um da zu mauern. Jetzt macht er hier schnell seine Schmiede, um das wichtige Befiedungsupgrade, das ich Ewigkeiten vergessen hatte und ein sehr gravierender Fehler, habe ich Glück gehabt, dass das mir nicht zum Verhängnis geworden ist. So, jetzt kommt sein Angriff. Ich gucke das mal eher aus seiner Perspektive an. Aktuell bin ich auch wieder diesen 1,5 Dorfpo nach vorne, aber der halbe Camp kommt nur aus Produktionsengpässen. Das ist, eigentlich bin ich nur den einen halt vorne durch meinen Bonus. Und er hat jetzt gerade 5 Militär, da ist natürlich sein Scout mit drin, meiner ist tot, oder? Nee, ich habe hier immer noch einen, da ist er doch, ja. Bin ich mal gespannt, ob er die, Schafe eigentlich wiederbekommen hat. Ja, hat er. Er schickt da was hinterher. So, er hat hier meine Fischerboote nicht gefunden oder konnte sich das nicht leisten, die zu suchen quasi, weil er defensiv agieren muss. Hier verliert jetzt seine Fischerboote. Das ist ein bisschen der Nachteil, wenn man auf Galeeren geht. Die sind natürlich langfristig die stärkere Einheit. Wir haben es gesehen, ich musste ihm immer hinterherfahren und er konnte eigentlich meistens verhindern, dass ich den direkten Kampf gegen ihn nehme. Aber wenn man eben immer diese Rückzugstaktik braucht, dann kann man eben seine Fischerboote nicht so wirklich verteidigen. Aber in seinem Fall, er hätte auch einfach nochmal hier runterfahren können und die meine Fischerboote auch töten können. Das wäre, glaube ich, kein Problem gewesen. Das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. Scheint so, als ob ich diesen Dorfwunder bekomme. Er hat mein Scout doch mehr angerichtet, als ich jetzt, als ich das aus meiner Perspektive sehen konnte. Er hat mein Scout gegen einen Dorfwunder getauscht und dieses Schaf, das er hier einsammeln wollte, hat er wohl außersehen draufgeklickt, sodass die das jetzt hier auf lange Tour sammeln müssen und das andere Schaf muss er sich gleich noch wiederholen. Von daher hat sich meine Scout-Drive-By-Aktion dann doch gelohnt. Und dadurch hat er ja auch wieder Nahrungsengpässe jetzt. Wir sehen das in seiner Produktion. Das ist bei uns beiden teilweise, bei mir eher in der Ritterzeit, bei ihm jetzt aktuell der Fall. Da haben wir keine Dorfbewohner machen können, einfach weil unsere Nahrung gefehlt hat. Und das ist auf Wasserkarten auch immer dann der Fall, wenn man früh seine Fischerboote verliert. Ich habe jetzt den Vorteil, dass meine Fischerboote die ganze Zeit gearbeitet haben und die sichern immer garantiert, dass man mindestens sein Dorfzentrum aktiv halten kann. Egal wie viel man sonst auf Nahrung hat. Jetzt habe ich das habe ich zweimal im Spiel versucht und nicht geschafft, ihn hier so abzuschneiden. Meiner Logik nach, und das muss ich mir nochmal vielleicht auch mit ihm absprechen, also mit Micro kennt er sich da besser aus als ich. Meine Logik war, dass ich ja eigentlich, wenn ich zum Beispiel hier hinfahre mit den 2-3 und mit den anderen hinterherfahre, dass ich ihn so abpassen kann. Aber irgendwie habe ich das nie geschafft. Ich glaube, das sollte möglich sein. Also ich bin nicht ganz so doof. Ich glaube, ich habe es aber einfach nicht gut gemacht. Das wäre jetzt meine Vermutung. So, bei mir kommt jetzt erst auch der Wechsel auf Galeeren. Ich bin da auch nie sicher, was der perfekte Zeitpunkt ist. Auch als ich mein Wasser-Tutorial gemacht habe, war ich an der Stelle sehr unsicher. Somit, jetzt weiß ich auch, also jetzt erklärt sich für mich auch, warum ich doch ein gutes Stück weiter oder schneller in der nächsten Zeit war als er. Es liegt hauptsächlich daran, dass ich ihm die Schafe weggenommen habe, ausgeliehen, die sind ja immer noch hier, habe und seine Fischerboote gekriegt habe. Dadurch seine Nahrungsproduktion deutlich zurückgeworfen habe. Und bei mir war das eben nicht der Fall. Jetzt bin ich schon 6 Dorfwohner. Vorne, das sind natürlich 3 Fischerboote mit drin, muss man fairerweise sagen. Also es sind 3 normale Dorfwohner. Seine Brander sind jetzt auch eine gute Variante, um mich auch auf Distanz zu halten. Schauen wir jetzt mal. Ich glaube, hier an der Stelle hatte er 2 gute Treffer. Ah, obwohl. Ne, war für mich eigentlich ganz gut. Die müssen immer mindestens 2 Feuerboote treffen, damit es sich lohnt. Oder Feuergalian in dem Fall. Aber er hat jetzt eigentlich auch schon die Anzahl, mit der er mich wegmikron kann. Also immer Schuss wegfahren. 6 ist so ein bisschen die magische Zahl. Dann kann man immer relativ gut gegen die Feuergalian ankommen. Das macht ich hier auch sehr gut, dass er meine Verstärkung erwischt. Die hätte ich natürlich in meine... Ja, jetzt mache ich das in meine Häfen reinmachen müssen. Und was ich gelernt habe aus meinen vielen Niederlagen gegen Django, dass man in dem Fall eher die Häfen angreifen soll. Das hat mir auch Fulda nochmal ganz klar gesagt. Der, wie gesagt, taktisch auf der Karten durchaus was weiß. Dass man damit die Feuergalieren, die auch gegen Gebäude allgemein mehr Schaden macht, auch dazu nutzen kann, so ein bisschen die Produktion des Gegners zu belagern. Und dann hat der Galeeren-Spieler eben die Wahl, will er das verteidigen oder will er selber quasi belagern. Und dann braucht er aber länger, um die Produktion zu zerstören. Und ihr habt jetzt wieder gemerkt hier, gerade dieser kurze Lag. Das habe ich schon aus meiner Perspektive gesagt, als ich gesagt habe, so er hat jetzt hochgeklickt. Und damit meinte ich im Spiel die Situation, in der er in die Feudalzeit geklickt ist.
Das habe ich bestimmt schon mal in ein, zwei Videos erwähnt, aber ich sag's nochmal, weil ich das wirklich unfassbar krass finde. Bei manchen Spielern, bei einigen, bei vielen, nicht bei allen allerdings, ist es so, dass wenn ein beteiligter Spieler ein Zeitalter erforscht, egal welches, dass das Spiel kurz Lag hat. Als ob es eine Verbindungsproblem gäbe. So eine Sekündchen vielleicht. Dann hakt das alles so ein bisschen. Und das ist, man merkt es auf jeden Fall. Also man kann es eigentlich gar nicht verpassen. Und das Perfide ist, dass das eben nicht bei allen Spielern der Fall ist. Es ist bei mir seit, glaube ich, einem halben Jahr so. Es gibt auch Profispieler, bei denen das ist. Es gibt viele Streamer, bei denen das so ist. Aber es gibt viele Leute, bei denen es nicht so ist. Ich weiß, dass es bei Folda nicht so ist. Und dadurch, und ich hab natürlich keine Ahnung, woran, wo dieser Bug herkommt, was das genau bedeutet. In den Beta-Patch-Notes des nächsten Patches steht explizit drin, dass das gefixt wurde. Aber das muss man hier nochmal ganz deutlich sagen. Das gibt mir, ohne dass ich irgendwas dafür tue, einen erheblichen Vorteil ihm gegenüber. Dass ich immer weiß, wann er in die nächste Zeit geht. Er kann mich nicht überraschen, eigentlich. Jetzt im Replay passiert das auch. Das ist noch das Krasse daran. Das ist nicht nur im Spiel, sondern es ist auch im Replay so. Wenn ich ihm dieses Replay jetzt schicken würde, oder er das Replay bei sich guckt, würde dieses kurze Ruckeln, das wir gerade hatten, weil ich in die nächste Zeit geklickt habe, das würde bei dem nicht auftauchen. Das passiert nur bei mir. Es ist so ein bisschen trivia, aber ich finde das unfassbar, dass dieser Bug existiert schon mindestens ein halbes Jahr. Und der wurde nicht gefixt. Ich finde, das ist echt krass. Und das hier finde ich auch echt krass. Ich habe es einfach nicht gerafft. Er kriegt jetzt hier meine ganze Armada für Umme. Hier hätte ich kämpfen müssen gegen ihn. Natürlich hätte auch noch mit seinem Floß hier, Sprengfloß, kriegt noch nicht mal seinen Hafen. Also das war natürlich eine Top-Situation für ihn. Habe ich einfach gepennt. Das war ganz, ganz schwach von mir. Da ich aber auf dem Weg in die nächste Zeit bin und, man muss es nochmal dazu sagen, den unfairen Vorteil, den mir das Spiel gibt, weiß, dass er noch nicht auf dem Weg in die nächste Zeit ist. Ich hätte es gemerkt, wenn der einzige Moment, in dem ich es nicht hätte merken können, wäre, wenn er es exakt im gleichen Moment macht wie ich. Deshalb weiß ich, dass ich eigentlich nur warten muss. Das macht er jetzt hier, oder? Der ist auch nochmal zurückgefahren. Ja, genau. Ja, das macht er gut. Kriegt er nämlich zwei für den Preis von einem. Und da sehen wir auch wieder, dass der Vorteil wieder schrumpft. Zugegebenermaßen, während ich auf dem Weg in die Zeit bin, kann ich natürlich keine Dorfwohner machen. Von daher, in solchen Situationen erhöht sich die Dorfwohner-Unterschiede, die erhöhen sich da sowieso. Ja, das hätte ich vielleicht sogar noch versuchen sollen zu reparieren, weil da war ja schon eine Weile dran. Und da wurden ja auch Galian quasi rausgeschubst. Sobald sehr viel Schaden bei dem Gebäude ist, kann man da ja nicht mehr Einheiten einquartieren. Dann werden die quasi sofort rausgeschickt. Ja, großer, großer Fehler meinerseits, muss man sagen, kein Federung erforscht. Weil eigentlich, was ich jetzt brauche und mir fehlen natürlich auch stellenweise die Ressourcen dafür, mache ich natürlich mit dem Markt jetzt ein bisschen, wäre sofort Galeere zu erforschen, Kriegsgaleere und den Modgen-Pfeil. Und den Modgen-Pfeil, den möchte ich natürlich immer erforschen, konnte ich aber nicht erforschen, weil ich das Upgrade der Fort nicht hatte. Eigentlich sollte ich hier, sobald ich in der Ritterzeit bin, sollte er auf so einem Timer sitzen, dass er weiß, so in knapp einer Minute hat mein Gegner zwei Upgrades, gegen die ich absolut nichts machen kann in diesem Zeitalter. Und eigentlich muss ich jetzt nur bis zu diesem Zeitpunkt warten, theoretisch. Was aber praktisch der Fall ist, ich verliere hier nochmal drei Galeeren für Umme, weil ich die zur Seite geschickt habe und vergessen habe, dass sie da stehen. Ich habe einen Hafen verloren und ich habe jetzt erst Befiederung geklickt. Sodass der Vorteil, den ich eigentlich haben sollte, quasi eliminiert wird. Jetzt haben wir wieder dieses kurze Ruckeln gespürt. Jetzt hat er die nächste Zeit geklickt. Ein Scout hat er hier geparkt. Oh, das habe ich... guck mal, das ist interessant. Er hat seinen Dorfbewohner schon so früh losgeschickt, um diese Forward-Position hier zu bauen. Das ist interessant. Universität war ein bisschen ambitioniert, die konnte ich mir zu dem Zeitpunkt natürlich noch gar nicht richtig leisten, also ich konnte die Produktion daraus gar nicht dauerhaft, die Produktion nicht aufhalten plus eben das Upgrade erforschen. Und hier hätte ich mich auch zurückhalten müssen, bis das Upgrade reinkickt. Ich hatte unterschätzt, wie lange es dauert. Ich dachte, ich hätte es jede Sekunde und wollte dann schon mal in den Kampf reingehen. Also ich habe das Gefühl, ich habe mir sehr viele Vorteile in diesem, dadurch, dass ich schneller in der nächsten Zeit war, seine Fischerboote gekriegt habe und die Belagerung hier quasi angefangen habe, da hatte ich mir viele Vorteile erspielt, die ich alle durch dumme Manöver und Versäumnisse weggeworfen habe. Wir sehen auch hier, er hat doppelt so viele Einheiten gekillt wie ich, ne? Also ich hätte in so einer viel, 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 viel besseren Position sein können, eine viel dominantere Position, als ich jetzt hier bin. Dass jetzt, was er trotzdem noch gewonnen hat, liegt einfach daran, dass Kriegsgalären die bessere Einheit sind. Das muss man natürlich ganz klar so sagen. Kriege ich auch noch ein bisschen von seiner Verstärkung, beziehungsweise er kriegt ein bisschen von meiner, je nachdem, wie man es sieht. Wo
Wo ist denn dein Dorf wohnen? Achso, der hat den erstmal hier so rumgeschickt und dann wollte er gleich hier loslegen. So, die Jungs und Mädels hier kriege ich natürlich gleich. Jetzt habe ich erst einen Bot gefallen, ne? Und das irgendwie 2 Minuten, nachdem ich in der nächsten Zeit angekommen bin. Und jetzt versuche ich wieder dieses Abfangmanöver. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas in meinem Hirn lässt das nicht so richtig zu. Obwohl ich die meisten, jetzt, ja, die meisten kriege ich ja noch einigermaßen, es ist noch einigermaßen gut ausgegangen, aber naja. Ja, interessant, dass er das schon so früh gemacht hat. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass er das erst getan hat, nachdem er sicher war, dass er das Wasser verloren hat. Aber vielleicht hatte er schon den Verdacht, dass das nicht glimpflich ausgeht für ihn. Hat das so ein bisschen präventiv gemacht. In jedem Fall kann man es ja auch so sehen, wenn man das Wasser gewinnt und dann direkt schon den Push auf Land vorbereitet hat, umso besser, ne? Kann man seinen Vorteil noch weiter zementieren. Was ich auch noch lobend erwähnen muss, er hat in jedem Gebäude noch eine Einheit einquartiert, sodass ich der Meinung war, dass er wahrscheinlich Einheiten produziert, um das Wasser zurückzuerobern. Aber wenn man das Wasser hat, kann man halt, wie ich das auch gemacht habe, Fischerboote hinzufügen. Übrigens keine einzige Farm gebaut, das finde ich interessant. Das heißt, er benutzt wahrscheinlich den Markt, um an Nahrung zu kommen. Natürlich eher weniger optimal. Fliegt so ein Schneider durch mein Zimmer gerade. Ja, wirtschaftlich war das von uns beiden alles andere als gut. Also ich habe ewig gebraucht, bis ich mir meine Wirtschaftsupgrades leisten konnte. Habe ständig den Markt irgendwie benutzen müssen. Ja, jetzt achten wir mal. Also da vom Wasser ist das klar, habe ich jetzt gewonnen. Aber er hat immer noch nichts auf Nahrung. Jetzt baut er erst seine ersten Felder. Das ist echt interessant. Bin ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Jetzt macht er hier seine Belagerung. Und ich denke, wenn ich das so im Nachhinein auch betrachte, dass ich habe dann mit dem Gedanken ja schon gespielt, also ich habe hier meine Burg quasi vorbereitet, dass ich mal eine Kaserne baue, vielleicht Speerträger rumschicke, einfach um zu gucken, wo er ist. Und ich habe ja auch an den Küsten meine Kriegsgaleeren positioniert, um zu gucken, ob ich ihn vielleicht irgendwie erwische. Das mit dem Dorfwohnen habe ich hier gemacht, um ja, abzulecken und dann das Loch wieder zu stopfen. Das hat ja sogar auch relativ gut geklappt. Interessant finde ich, dass er hier auf 2 Dorfzentren gegangen ist, obwohl er keine Farmen hatte. Also langsam aber sicher läuft seine Produktion an. Die Dorfzentren sind ja für Briten deutlich günstiger. Ich habe die Burg, das war zu viel Panik, was ich da gemacht habe. Ich hatte ein bisschen überschätzt, wie viele Einheiten er schon hat. Und ich wusste ja natürlich nicht, dass er so, so krass in der Bredouille ist, was die Wirtschaft angeht. Sodass, ja, das hätte ich ein bisschen entspannter vielleicht angehen können. Aber wenn ich mir das so betrachte, glaube ich, dass das Spiel an dieser Stelle für ihn schon nicht mehr zu gewinnen ist. Einfach, weil er zu weit hinten ist. Ich habe durch die Fischerboote kriege ich die ganze Zeit gut Nahrung rein. Und die ist sehr effizient. Und er muss halt auch Nahrung ausgeben, die er eigentlich gar nicht hat, wenn er hier auf Schwertkämpfer gehen möchte. Wobei ich auch lobend erwähnen muss, dass er die Farbenzahl jetzt hier sehr schnell und effizient erhöht hat. Also jetzt hat er genau so viele Farben, wie er braucht, um diese 2 Dorfzentren aktiv zu halten. 6 pro Dorfzentrum ist da die magische Zahl. Jetzt kommt gleich eigentlich mein Lieblingsmoment des Spiels. Ich komme hier mit dem Huskarl angewatschelt, um seine Mangen aus dem Spiel zu nehmen. Theoretisch, also... Na gut, es ist noch ein Scout. Na, der Scout hat nicht mehr viel Lebenspunkte. Eigentlich würde ich sagen, der Huskarl sollte das alles alleine töten können, wenn ich es richtig anstelle. Aber er macht ja eben den Move. Das finde ich mega geil. Aber die Dinger sind so billig, dass es mir eigentlich relativ egal ist. Ich glaube, die ganze Situation, in der ich hier ständig mit meinen Dorfwohnern hergelaufen bin, habe ich komplett falsch eingeschätzt, wenn ich mir das hier so angucke. Ich hätte eigentlich nur auf mal 5-6 Huskarle warten müssen. Einmal das alles hier aufräumen, egal wie viele Schwertkämpfe er hat. Ich kann ja die ganzen Belagerungswaffen und Bogenschützen ohne Probleme snipen. Da meine Huskarle sehr schnell sind auch. Und dann wäre das Ganze auch gegessen gewesen. Ich habe hier einiges an Dorfwohnern gegen seinen Angriff verloren. Das hätte einfach nicht sein müssen. Aber ja, wirtschaftlich muss man nochmal ganz klar sagen, wir haben beide hier nicht gut gespielt. Beide sehr, sehr starke Lücken in der Dorfwohnerproduktion. Das hier ist auch ein Desaster, das hätte ich aufräumen müssen. Aber ich habe mich davon sehr aus dem Konzept bringen lassen, was er hier tut. Das ist so ein bisschen Story of my life, wenn ich gegen Folder spiele. Dass ich mich von allem und jedem so irritieren lasse. Ja, aber jetzt müsste er eigentlich auch gleich aufgeben. Ich weiß es nicht mehr ganz, aber ich glaube, das war es jetzt. Ah nee, das war, als ich mit meinen Huskarlen reingelaufen bin. So lange können wir noch machen. Hier kommt noch ein Push. Er kann sich halt noch nicht mal das Langschwertkämpfer-Upgrade leisten für seine Infanterie. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, machen die normalen Schwertkämpfer gar keinen Bonusschaden gegen die Huskarle, sondern erst die Langschwertkämpfer. Aber ich kann mich auch irren, ich bin mir nicht sicher.
Aber die Schwertkämpfer-Reihe, also die Einheiten, die man von der Miliz aus upgradet, das sind die richtigen Konter gegen Huskarle. Das macht er natürlich genau richtig. Das hätte ich, ja, jetzt im Nachhinein betrachtet, vielleicht, wenn ich eben einfach die Geduld bewiesen hätte, genug Einheiten zu machen, gar nicht machen müssen. Oder halt früher. Also alles, was ich gemacht habe, hätte funktionieren können, wenn ich es früher und ruhiger gemacht hätte. Aber das ist auch wieder so ganz typisch für meine Art zu spielen irgendwie oder meine Probleme einfach. Jetzt ist er auch hier auf drei Dorf... oh, ich bin falscher Spieler. Jetzt ist er auf drei Dorfzentren, hat aber auch Produktionsprobleme, weil er hier halt seine Aufmerksamkeit gerade hat. Das war bei uns beiden so. Das finde ich sehr interessant zu sehen, dass wir uns beide gegenseitig so dramatisch schlechter gemacht haben, als wir eigentlich sind. Oder sein sollten, eher gesagt. Ja, aber ich glaube, das hier, also das hier ist nicht unaufhaltsam, aber die fressen halt extrem viele Pfeile, bis sie sterben, die Dinger. Und töten Dorfwohner ziemlich schnell. Und das kostet, also wenn er das klären will, dann kostet ihn das sehr viel Ressourcen und Aufmerksamkeit. Hier verliert er auch wieder Soldaten. Da finde ich es jetzt komplett legitim, dass er jetzt hier aufgibt. Wie gesagt, ich hatte schon vorher den Eindruck, da er eben diese großen Probleme mit den Dorfzentren hatte, dass er es eigentlich nicht mehr gewinnen konnte, aber bei Fulda sollte man auch niemals nie sagen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass er dieses Best of 5 gegen einen Spieler mit 1700 1 gegen 1 Elo gewonnen hat. Das kann ich auch. Ich verlinke das einfach nochmal, könnt ihr das angucken. Das kann ich ein Spiel empfehlen. Da hat er quasi komplett ohne Wirtschaft gespielt. Und hatte zum einen Zeitpunkt in Imperialzeit irgendwie 20 Dorfwohner und hatte trotzdem seinen Gegner die ganze Zeit bei den Eiern. Also der musste die ganze Zeit höllisch aufpassen, dass er das Spiel nicht verliert. Und das ist so ein bisschen, also da sollte man ihn niemals abschreiben, aber ich finde es in der Situation dann natürlich auch gerechtfertigt, hier aufzugeben. War eine interessante Runde, beide sehr, sehr holprig gespielt, sehr sich gegenseitig aus dem Konzept gebracht. Ja. Ich fand es interessant, ich hoffe, euch hat das auch so interessiert oder ihr fandet das auch spannend. Hatten wir mal eine etwas andere Wasserschlacht quasi. Und ich glaube, ich werde nur noch ein oder zwei Folgen in diesem Elo-Bereich machen und danach mache ich noch ein paar im 1500er-Bereich. Da weiß ich noch nicht so 100%, ob ich das dann einfach direkt auf der Rangliste mache. Ich glaube nämlich schon. Und was ich dann noch so behandeln werde, werde ich dann auch sehen. Ja, ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet was lernen. Und ich sehe euch in der nächsten Folge. Bis dann.